habe ich jetzt erst vor kurzem gesehen. Ja, wenn ich 0 Euro einsetze, dann ist und ich damit eine Rendite erziele, dann ist ja meine Eigenkapitalrendite unendlich. Ja klar, also 0 Euro werden Sie, das sind, also kein Investor, auch nicht Elon Musk auf dieser Welt, setzt systematisch 0 Eigenkapital ein. Das ist einfach nicht wahr. Das sind Lügen. Also die Immo-Influencer, die so einen Schmarrn behaupten und sozusagen in die Public Domain stellen, also das ist, grenzt wirklich an Lüge. Die Renditen, wenn man jetzt sagt, okay, man möchte in Immobilien investieren, sind etwas niedriger als Aktien. Dann möchte man vielleicht erstmal meinen, ja, okay, ist ja dann vielleicht nicht ganz so interessant, wie breit gestreut im Aktienmarkt zu investieren oder vielleicht auch in eine einzelne Aktie von mir aus zu investieren. Jetzt könnte ich ja aber hergehen und sagen, ja gut, ich bin ein besonders gewiefter Immobilieninvestor, ich habe Informationsvorteile. Sie haben jetzt auch sehr, sehr oft das, oder nicht sehr, sehr oft, aber Sie haben im Vergleich zu Aktien natürlich gewählt. Sie könnten auch eine BASF oder eine Daimler-Aktie oder eine Nvidia-Aktie analysieren. Aber für den durchschnittlichen Investor ist es nicht viel einfacher, die Qualität einer Wohnung, die Qualität der Lage, die Qualität, ja, von mir aus, das ist dann vielleicht schon etwas fortgeschrittener der Bausubstanz zu analysieren gegenüber der Bilanz einer Aktie und auch dem fairen Wert einer Aktie. Also ich bin da nicht so sicher, aber vielleicht ist es so. Jetzt nehmen wir mal an, sozusagen stimme ich mal Ihrer These zu. Ich habe da so meine Zweifel, Wieso? weil Sie einfach sozusagen, es kommt nicht darauf an, ob ich, oh klar, ich kann jetzt hier sagen, gefällt mir die Bausubstanz und ich hau mit Mama drauf und fühlt sich alles gut an. Okay, Bausubstanz war jetzt schwierig, aber Ja. Sie können zumindest beurteilen, Ja. ist die Vermietungsrendite oder ist Ja. die Mietrendite hier höher als in Wohnung B? Genau, Das können Sie aber wenn relativ ich, einfach beurteilen. mein Punkt ist eher, ich stehe ja im Wettbewerb mit anderen Leuten, ne? Also sozusagen irgendwas gut zu können, ist für sich genommen letztlich nicht der Wettbewerb oder das Spiel, über das wir hier sprechen, ne? Sondern es kommt immer darauf an, wie sieht mein Können-Level aus im Vergleich zu den Leuten, mit denen ich im Wettbewerb stehe, mit denen ich spiele? Ne? Ob ich jetzt Tennis spiele oder Skat oder sonst was. Ich habe einen absoluten Können-Level, Skill-Level, aber mein Ergebnis in diesem Wettbewerb wird nicht durch diesen absoluten Skill-Level bestimmt, sondern aus dem Verhältnis zwischen meinem Skill-Level und dem Skill-Level der anderen Spieler. So. Das ist eigentlich die entscheidende Frage. Und wenn ich im Immobilienbereich gewerblich unterwegs bin als Vermieter, dann spiele ich eben gegen Profi-Investoren, die Vonovias dieser Welt, aber auch die kleineren gewerblichen Immobilieninvestoren und so weiter. Und da ist etwas, was viele, die sich überlegen, soll ich mir eine Eigentumswohnungsvermietung als Anlageobjekt und Altersvorsorge und so weiter kaufen, vergessen das. Und das ist auch ein großer Unterschied zu Aktien und Anleihen, also Kapitalmarktprodukten oder Kryptos oder Edelmetallen, ne? Bei den Immobilien, also Vermietungsimmobilien, spielt Volumen, Skalierung eine unglaubliche Rolle. Ne? Also wenn ich jetzt eine Nvidia-Aktie kaufe, versus Herr Kühne, der reichste Deutsche, kauft eine Nvidia-Aktie, Klaus-Michael Kühne, ne, kauft eine Nvidia-Aktie. Wir zahlen im Prinzip den gleichen Preis. Ne? Er kann nicht mehr analysieren als ich. Ich brauche gar nichts analysieren, weil das die paar hundert Analysten schon vor mir gemacht haben und so weiter. Also in dem Wettbewerb, wer kann sich jetzt besser die Nvidia-Aktie kaufen, hat der reichste Deutsche. Ich glaube, 30 Milliarden Euro ist sein Nettovermögen oder irgendwas. Kein Vorteil von mir, keinen nennenswerten Vorteil. Aber bei Immobilien ist das was anderes. Der Kühne, der ja überlegt, der auch mit Immobilien auf die Nase gefallen ist, René Benko, weiß nicht, ob Sie die Geschichte kennen, ja. Der Kühne, der kauft, wenn er in Immobilien investieren will, kauft er ganze Wohnhäuser, Straßenzüge. Ne? Der wird ja nichts anfassen, was nicht von vornherein, sagen wir mal, 200, 300 Millionen kostet, also mehrere Mehrfamilienhäuser, Hochhäuser und so weiter. Ne? Den Elbtower, ich weiß nicht, was kauft er jetzt vielleicht aus der Konkursmasse raus. Sie und ich, wir kaufen halt eine Wohnung. Ne? Und jeder, der
sich ein bisschen mit Immobilieninvestments beschäftigt, der wird sehr schnell erkennen, ne, dass ich sozusagen keinen Mengenrabatt bekomme, wenn ich nur 60 Quadratmeter kaufe. Ne? Derjenige, der 60.000 Quadratmeter kauft, der kriegt diesen Quadratmeter natürlich viel billiger als ich, 20-30% billiger. Aber so, dann geht es weiter. Auch die laufende Instandhaltung, die wir vorhin gesprochen haben, die kann ein gewerblicher Immobilieninvestor, der halt mehrere hundert Wohneinheiten hat, weil er einen Rahmenvertrag hat mit einem Klempner, der sagt, der kann sich sogar seinen eigenen Klempner anstellen und Handwerker, ne? Und zahlt dann deren Gewinnmarge nicht mehr. Der hat einfach so viel Volumensvorteil. Und um das abzukürzen, wenn ich nicht bereit bin, mindestens 10, 12 Wohneinheiten zu erwerben, ne? Ich muss natürlich mit einer beginnen, wenn ich nicht Multimillionär schon von Geburt aus bin, ne? Aber wenn ich nicht grundsätzlich bereit bin, sozusagen zu so einem Mindestvolumen anzuhäufen, also, und da würde ich sagen, ist so irgendwo die Peilgröße 6 bis 12 Wohneinheiten. Aber liegt es an der Menge der Wohneinheiten oder am Wertvolumen? Im Grunde genommen liegt es an, das korreliert ja Wert und Volumen und so weiter, ne? Also angenommen, ich hätte jetzt 12 Wohneinheiten, dann ich kann mir immer noch keinen eigenen Handwerker leisten oder einen Hausmeister und so weiter. Aber ich kann zumindest mit einem Handwerker, der ist bereit, mit mir zu verhandeln über einen Vertrag. Ich werde jetzt dauerhaft die Klempnerarbeiten in deinen 12 Wohnungen machen und dafür werde ich dir den und den Stundensatz bieten. Da komme ich in eine Zone der Verhandlungen rein, bei denen ich wirklich also relevante Größenordnungen erreichen kann. Aber mit einer einzigen Wohnung mit 60 Quadratmeter sagt der Handwerker einfach, tut mir leid. Also ja, nett, dass Sie gefragt haben, aber ich kann es nicht machen für Sie. Okay, also Sie meinen einfach, wenn jetzt jemand ein, zwei Wohnungen hat, dann sind zum Beispiel die Kosten für die laufende Instandhaltung eben auch aufgrund von gestiegenen Handwerkerkosten, machen das ganze Spiel wieder deutlich unrentabler. Genau, und das ist eben, was ich vorhin sagte, ne? Immobilieninvestment ist ein genauso wie wenn Sie Automobile herstellen, also ein Automobilhersteller, der nicht mindestens 2 Millionen Autos im Jahr verkauft, der ist einfach nicht wettbewerbsfähig, weil er die Fixkosten, also der hat die gleich hohen oder fast gleich hohen Fixkosten wie einer, der 20 Millionen verkauft, aber er hat halt viel weniger Umsatz und das kann sich nicht rechnen. Jetzt hatte ich halt auch schon Leute auf ihrem Platz sitzen, Immobilieninvestoren, die gesagt haben, ja, also ich habe da auch so ähnliche Fragen gestellt, die meinten dann, naja gut, eine Vonovia, die spielt ein ganz, ganz anderes Spiel, die interessiert sich für ganz andere Objekte und auch die haben dann wieder andere strukturelle Nachteile aufgrund von Finanzierungskonstruktionen, aufgrund von ESG-Kriterien. Also man sieht es auch jetzt, die Vonovia, die verkauft auch teilweise ja einzelne Wohnungen, auch in Frankfurt ab, die jetzt nicht mehr die beste ESG Konformität haben, also dann auf dem Energieaufweis, also nicht G oder H, aber F, sage ich jetzt mal, und die man dann schon jetzt auf dem freien Markt zu einem größeren Abschlag teilweise sogar bekommt, als wenn sie jetzt vielleicht von einem Privatanleger, also ja. Es gibt ja auch wieder da, zweites Beispiel vielleicht noch, dass der Markt für Mehrfamilienhäuser, welche Profis da zum Beispiel in Frankfurt aktiv sind, unterschiedlich ist, als wenn sie eine Einzimmerwohnung kaufen und selbst wenn sie eine Dreizimmerwohnung kaufen. Also dass auch in den einzelnen Märkten die Player natürlich... Genau. Ganz also ich bestreite das ja gar nicht, ne? Dass, also wenn jemand bereit ist, Immobilienunternehmer zu werden, ich sage es jetzt mal so, ne? Also sich berufsmäßig mit diesem Thema zu beschäftigen, da wirklich einzutauchen, dann kann er damit Geld verdienen. Und davon gibt es ja viele. Bei René Benko hat es nicht geklappt, bei Gröner Group oder wie immer die heißen und Adler hat es auch neuerdings nicht geklappt, bei Evergreen in, oder wie die heißen in China, auch einer der größten, hat es auch nicht geklappt und so weiter. Aber natürlich kann man als Immobilienunternehmer gutes Geld verdienen und reich werden und so weiter. Aber die Betonung ist auf Immobilienunternehmer und das fängt überhaupt erst an bei 10, 12 Wohneinheiten, weil sie von weniger als Unternehmer gar nicht leben können. Ne? Und eine kann ich nebenberuflich machen. Also ich kann Angestellter in der Stadtverwaltung von Frankfurt sein und mir jetzt ein Investmentobjekt kaufen, irgendwo eine 60 Quadratmeter Wohnung in Offenbach oder sowas. Vermiete ich dann. Ne? Ich sage Ihnen, statistisch werden Sie damit
wenn Sie richtig rechnen, wahrscheinlich nichts verdienen oder jedenfalls deutlich schlechter verdienen, als wenn Sie dieses Geld in einen globalen Aktien-ETF investiert hätten. Und damit hätten Sie auch noch weniger Arbeit und Stress. Deutlich weniger Arbeit. Also eigentlich gar keine Arbeit. Ja, gar keine Arbeit. Also das muss man ja auch fairerweise sagen bei der ganzen Betrachtung. Man müsste ja auch, wenn man sich ein Immobilieninvestment betrachtet, immer die Arbeitszeit zumindest mal in Wert von einer einzelnen Stunde oder man sagt, gut, man hat keine Hobbys, dann ist es vielleicht egal, aber nichtsdestotrotz, das muss man schon auch mit einberechnen. Und die 10 Jahre oder 12 Jahre, von denen wir vorhin gesprochen haben, die Zeit von 2010 bis 2012, das war halt, 2021, Entschuldigung, das war halt ein abnormaler Ausreißer. Ne? Also ich kann ja auch nicht sagen, Aktien investieren ist saumäßig attraktiv, schauen Sie sich doch mal die Zeit von 1995 bis 2000 an. Ne? Also von 1995 bis Ende 1999 oder Anfang 2000 war der Dotcom-Boom im Gange. Da haben wir 5-6 Jahre hintereinander in Deutschland oder in den USA 30-40% Rendite im Aktienmarkt gehabt. Mhm. Das ist ein absoluter Ausreißer gewesen. Danach ging es ja auch, dann kam der Dotcom-Crash. Also ich kann nicht die letzten oder diese 11-12 Jahre, die immer noch bei vielen irgendwo so in Deutschland... Klar, das war die Wertsteigerung, verstehe ich, haben Sie auch gesagt. Aber das zweite Ding, wie wir jetzt mittlerweile wissen, geht es eben auch um die Mieten. Ja. Und zumindest die, ich habe gestern im Podcast gehört, da ging es jetzt um studentisches Wohnen, nur mal so als ein Beispiel, können Sie auch über andere, auch da wieder ist der Immobilienmarkt natürlich sehr unterschiedlich, an welche Gruppe Sie dann auch wieder vermieten, dass die zum Beispiel im letzten Jahr um 5,3% die Preise gestiegen sind im Verhältnis zu den normalen Verbraucherpreisen von 2,1. Also auch da hat man zumindest, ich sage jetzt auch nur anekdotisch, das Gefühl, müssen wir uns die Zahlen anschauen, dass die Mieten schon auch weiter anziehen. Genau, die Mieten unbestritten sind in den letzten 5 Jahren drastisch gestiegen und darunter leiden ja auch viele Mieter unbestritten und sind stärker gestiegen als die Inflation. Aber auch da muss ich jetzt sagen, und es tut mir leid, wenn ich hier immer wieder das gleiche Lied anstimme, im Großen und Ganzen können Sie sagen, ja, wieder bis 2010 war Deutschland das globale Mieterparadies. Es gab einen Aufsatz von irgendeinem deutschen Think Tank, also Wirtschaftsforschungsinstitut, Deutschland das Mieterparadies. Also weil die Mieten real, also insbesondere nach Abzug der Inflation und auch im Verhältnis der realen Zunahme der Haushaltseinkommen in Deutschland halt jahrzehntelang schwächer gestiegen sind. Real sind sie gefallen und sie sind schwächer gestiegen als die Haushaltseinkommen. Und dann hatten wir halt irgendwie um das Jahr 2010 sozusagen weltweit und von allen vergleichbaren Ländern, bitte nicht Nigeria hier nehmen als Maßstab, super niedrige Mieten. Das führte ja auch dazu, dass der deutsche Mietmarkt eben so super attraktive Bewertungen hatten. Die Preise waren gefallen, die Mieten waren auch gefallen, aber nicht ganz so stark gefallen. Und jetzt haben wir halt 10, 12, 13 Jahre steigende Mieten. Ich bin darüber, ich finde das natürlich auch nicht gut aus Mieterperspektive, ich bin selber Mieter. Aber wenn wir über die nachhaltigen Entwicklungen sprechen, dann können Sie sagen, dass Mieten in Deutschland auf lange Sicht im Großen und Ganzen mit der Inflation steigen und nicht stärker als die Inflation und eher schwächer als die Haushaltseinkommen steigen. Ja, und ja, in den letzten 15 Jahren war es anders. Ja, aber jetzt haben wir, sagen wir mal, so einen Markt, in dem die Preise schon deutlich gefallen sind. Sie sind eigentlich immer noch relativ hoch. Ja. Ganz kurzer Break hier an dieser Stelle. Es geht nämlich um mein Buch. Das kommt im November 2024 raus. Und ja, es stehen da einige gute Finanztipps drin, praktisches, aber eben auch theoretisches Finanzwissen. Ich schreibe über viele verschiedene Anlageklassen und natürlich auch so über das richtige Mindset, also den richtigen Umgang mit Geld. Weil ganz viele Anfänger vor allem, die wissen überhaupt gar nicht, wie sie Geld sparen können, aber dann auch, wie sie es eben gewinnbringend investieren können. Und so Interviews wie mit Herrn Kommer sind sicherlich das eine, aber ein Buch von mir geschrieben, auch nochmal das andere. Also, wenn du meinen Kanal und meine Arbeit unterstützen möchtest, es würde mich sehr freuen, wenn ich ganz viele Leute mit diesem Buch erreiche. Deswegen schau doch mal auf den Link in der Videobeschreibung vorbei und schon geht es jetzt auch weiter mit dem Interview. Also sozusagen die ganze Geschichte kommt jetzt irgendwo wieder so ein bisschen ins Gleichgewicht. Ne? Also die Bewertung von Immobilien sinkt, weil die Mieten steigen und die Preise sind gefallen und so weiter. Und wie dieses Spiel jetzt sich weiterentwickeln wird,
ist schwer zu sagen, aber dass die Mieten in den nächsten Jahren weiterhin so deutlich steigen wie jetzt oder wie in den letzten 5 Jahren, das ist nahezu ausgeschlossen, weil das die Einkommensentwicklung in Deutschland gar nicht hergibt. Und Mieten müssen aus den Einkommen bezahlt werden. Und Sie haben es ja auch vorhin mal zu Anfang gesagt, ne, die sogenannte Mietaufwandsquote, also die Quote von Mieten relativ zum durchschnittlichen Haushaltseinkommen, durchschnittliche Mieten zu durchschnittlichen Haushaltseinkommen. Und das ist so eine Peilgröße, die über viele Länder hinweg und viele Jahrzehnte hinweg liegt, die für den durchschnittlichen Haushalt irgendwo so in der Größenordnung von 30%, 25-30%. Ne? Dass der durchschnittliche Haushalt irgendwo so zwischen 25-30% ausgibt für seine Miete. Ja, das ist irgendwo so eine normale Größe. Ne? Wenn ich halt einfach sage, ich möchte leben wie Krösus oder der Kaiser in China oder sowas, dann gebe ich mehr aus. So wie halt manche Leute sagen, obwohl sie ein normales Einkommen haben, ich kaufe mir trotzdem einen Porsche. Ne? Geben halt mehr für Automobildienstleistungen aus. So, oder Fahrdienstleistungen. So. Aber diese 25-30% sind, und wir liegen jetzt, und in den Großstädten ist die Quote höher als auf dem Land. Also in Großstädten liegen wir über diesem Durchschnitt, das ist ein nationaler Schnitt, und auf dem Land niedriger. Heißt das, dass die Großstädter schlechter dastehen? Nein. Ihr Einkommen ist ja höher. Löhne und Gehälter in Großstädten sind größer. Davon zahle ich, sagen wir mal, 40% für Miete, aber die 60%, die übrig bleiben, auf eine größere Bemessungsgrundlage bezogen, höhere Bemessungsgrundlage, die sind in absoluten Geldeinheiten gerechnet, immer noch mehr als auf dem Land, wo ich nur eine 25% durchschnittliche Mietquote habe. Soll jeder mal in seinem Excel nachrechnen, dieses Beispiel. Ne? Also, dass höhere Mietquoten nicht unbedingt bedeuten, dass der Haushalt in absoluten Geldeinheiten schlechter steht. Ne? Und auf alle Fälle, in Deutschland ist jetzt diese Mietquote von sagen wir mal, vor 15 Jahren 25% auf vielleicht 33% oder sowas gestiegen. Also jetzt sind wir schon eher am oberen Rand dessen, was so das langfristige Mittel ist. Aber das ist nicht exzessiv, wenn Sie andere Länder betrachten. Ne? Wir ächzen unter dieser Last, weil wir die günstigen Mieten in der Vergangenheit gewohnt waren in Deutschland. Und natürlich ist es nicht angenehm, 5 Jahre hintereinander 3 Mieterhöhungen zu bekommen. Also ich finde das nicht lustig. Ne? Aber wenn ich jetzt mal schaue, was andere, also Haushalte, Familien in anderen Ländern zahlen von ihrem Einkommen, dann ist Deutschland kein negativer Ausreißer, trotz der stark gestiegenen Mieten, die wir haben. Und ich habe 10 Jahre in London gelebt. Ich weiß, was hohe Mieten sind. Also in London werden Sie wenig Haushalte finden, die unter 40% liegen. Mhm. Ja, aber ja, die Gehälter in London, ob ich jetzt Putzfrau bin oder Investmentbanker, die sind auch höher. Und das kann im Ergebnis dazu führen, dass ich sogar trotz der hohen Quote auch als jemand, der eine einfache Beschäftigung nachgeht, insgesamt besser dran bin, als wenn ich ein kleine Miete zahle auf dem Land und dort eben weniger verdiene. Und das ist ja auch der Grund, warum Menschen, die sind ja nicht dumm, also Menschen sind viel klüger, als wir manchmal glauben oder so tun, die armen Menschen. Warum ziehen viele Menschen auch in dritte Weltländern in große Großstädte, ne? Obwohl dort die Mieten, die Lebenshaltungskosten viel höher sind? Sind die alle dumm? Nein, die sind nicht dumm. Die können sehr wohl rechnen. Und wenn man alles zusammenrechnet, Arbeitsplatzchancen, soziale Faktoren, höhere Gehälter, dann kommt da häufig ein besseres Ergebnis raus für diese Menschen, die sehr wohl ihr eigenes Leben gut beurteilen können, als wir jetzt die großen Experten von außen da immer gerne urteilen. Okay. Sie haben jetzt schon zu einigen Punkten ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht, auf jeden Fall für viele Anleger oder Interessierte, die sich für ein Immobilieninvestment interessieren. Jetzt werden trotzdem einige an dem Punkt sagen, okay, alles, was Herr Kommer gesagt hat, ist ja schön und gut, aber er vergisst eine große Sache und das ist der Leverage-Effekt. Weil mit dem Leverage-Effekt, dadurch wird ein Immobilieninvestment deutlich attraktiver gegenüber allen anderen Anlageklassen. Was würden Sie so jemandem entgegnen? Also Sie haben das wunderbar zusammengefasst. Das ist in der Tat genau die Art und Weise, wie viele Immobilienfans argumentieren. Und
ist ja auch legitim und so weiter. Also in der Tat ist es so, dass Wertpapiere ja in der Regel nicht kreditgehebelt werden. Also ich kaufe ein Wertpapier, ob das ein ETF-Anteil ist oder eine einzelne Aktie oder eine Staatsanleihe, Unternehmensanleihe oder Bitcoin, in der Regel nur mit eigenem Geld, mit Eigenkapital. Und bei Immobilien ist es was anderes. Da ist eher die Regel, dass normale Immobilieninvestoren privat oder gewerblich Fremdmittel einsetzen, also Eigenkapital und Fremdkapital, also den Kredit einsetzen, ja, zum Kauf. Und das ist dieser Leverage, dieser Kredithebel-Effekt. Also hier gibt es schon einen großen Unterschied und selbstverständlich sollte man den berücksichtigen. Hab ich auch, weil mich das einfach das Thema brennend interessiert, schon seit 20 Jahren plus, mir oft angeschaut. Ne? Ich schicke voraus, da gibt es auch wieder so ein Datenproblem, was es bei Immobilien generell gibt im Vergleich zu Kapitalmarktanlagen. Ne? Aber wenn man sich durch dieses Datenproblem durchwühlt, hat man am Ende dann trotzdem irgendwo Daten, mit denen man arbeiten kann. Die sind nicht so leicht öffentlich zugänglich und so weiter. Und im Großen und Ganzen ist es erstmal so, dass die These, dass sozusagen der Leverage-Effekt Immobilien systematisch, Immobilieninvestments, ob zur Selbstnutzung oder zur Vermietung, systematisch, also strukturell, systematisch, verlässlich, rentabler macht in Bezug auf Eigenkapitalrenditen, also die Rendite auf mein Eigenkapital. Nicht die Objektrendite, bitte nicht in Objektrenditen denken, das ist falsche Baustelle sozusagen. Die ist einfach falsch. Also wir werden da in Kürze mal einen Blogbeitrag publizieren, der ist aber noch nicht in der Public Domain, wo wir das speziell für Immobilien uns mal angeschaut haben. Weil das ein Datenproblem ist, hab ich da jetzt erstmal den Ansatz genommen, ich werte mal die Literatur, die wissenschaftliche Literatur dazu aus. Und ich kann nur jedem, der mir nicht glaubt, also empfehlen, ihn ermuntern oder sie ermuntern, sich da mal sozusagen einzuarbeiten in die Fachliteratur oder wissenschaftliche Literatur. Eigenkapital oder der Renditeeffekt von Leverage bei Immobilieninvestitionen. Und der Konsens in der Literatur ist, dass es gibt keinen positiven Leverage-Effekt. Also wenn überhaupt da so ein Konsens in der Literatur da ist, geht er dahin? Nein. Also wenn ich Risiko noch berücksichtige, weil Leverage immer, also er kann meine Eigenkapitalrendite erhöhen, muss aber nicht, es kann auch genau das Gegenteil entstehen. Aber was er immer tut, ist mein Risiko erhöhen, mein Eigenkapitalrisiko. Das ist also das grundsätzliche Schwankungsintensität, wenn es gut läuft, nach oben, wenn es schlecht läuft, nach unten, das erhöht sich durch diesen Hebel. Das ist schon, das Wort Hebel sagt schon. Ne? Also gute Ergebnisse werden nach oben gedrückt, noch weiter, schlechte Ergebnisse werden noch weiter. Ich kann mit einem gehebelten Investment mehr als mein Eigenkapital verlieren. Ich kann mit einem ungehebelten Investment nur mein Eigenkapital verlieren. Ne? So, und also Risiko nimmt immer zu und die Rendite nimmt eben nicht so häufig zu, als dass man sagen kann und nicht so stark zu, es gibt einen systematisch positiven Effekt. Also aus der wissenschaftlichen und der Fachliteratur können Sie nicht ableiten, dass Leverage einen positiven Effekt auf Immobilieninvestitionen hat. Wenn man das Netz ein bisschen weiter wirft und Unternehmen insgesamt, ne, alle, also fast alle Unternehmen haben in unterschiedlichen Mengen Fremdkapital in der Bilanz. Ne? Siemens als Beispiel hat irgendwo so 30% der Siemens-Bilanz besteht aus Fremdkapital, oder 40%, und die restlichen 60% oder 70% sind Eigenkapital. Ne? Also Siemens ist sozusagen ein geleveragedes Investment. Ne? Und auch der kleine Mittelständler hat ja typischerweise Kredit. Und wenn Sie die wissenschaftliche Literatur zu Leverage im Unternehmensbereich anschauen, kommt genau das gleiche Ergebnis raus. Es gibt keinerlei Konsens in der wissenschaftlichen Literatur, dass gehebelt, also Unternehmen mit hohem Fremdkapitalanteil in der Bilanz, betriebswirtschaftlich höhere Eigenkapitalrenditen erzeugen oder höhere Aktionärsrenditen.
Weder das eine noch das andere. Ne? Das heißt aber, Sie würden dann ja, also die Argumentation, wenn man die jetzt weiterzieht, würde ja fast bedeuten, Sie können, wenn Sie das Geld haben, nicht fremdfinanziert in Immobilien investieren und werden durchschnittlich die gleiche Rendite erhalten, als wenn Sie zum Beispiel eine 100% Finanzierung anstreben. Im Grunde genommen ist das die Quintessenz, also statistisch betrachtet ist es so. Jetzt ist es natürlich so, dass eine Immobilie ist ein klumpiges, mir fällt jetzt kein besserer Begriff, ein Investment. Also ich kann ja nicht für 100 Euro eine Immobilie kaufen. Ich kann für 100 Euro einen ETF-Anteil kaufen, schon für 10 Euro. Ja? Ich kann für 10 Euro in den MSCI World investieren oder in irgendeinen anderen ETF. Ich kann sogar teilweise bei vielen Neobrokern jetzt schon Teile von einer Aktie kaufen. Also ich muss nicht 250.000 Euro für die Berkshire Hathaway-Aktie ausgeben, sondern kann einen Bruchteil davon kaufen. Das geht aber mit Immobilien nicht. Ne? Ich kann ja nur, also wenn ich eine Wohnung kaufe, selbst eine kleine 60 Quadratmeter Wohnung hier in Frankfurt am Main, ne? Was ist da als absolute Untergrenze? 100, 120. Ja. Also wenn Sie jetzt so im... Ja, genau. Also das ist jetzt nicht ein tolles Edelobjekt. Nee. Ja. Das ist die Untergrenze, ja. Also aber 120.000 Euro ist auch schon eine Summe, die nicht jeder hat, ne? Würde ich mal sagen. Und darunter geht es im Grunde genommen nicht. Wenn ich das jetzt tätigen möchte, brauche ich einen Kredit. Ne? Und seit 3.000 Jahren oder 5.000 Jahren, seit es Kredite gibt, ne, war der Hauptzweck von Krediten oder von Fremdkapitalfinanzierung, dass genau das, das Vorziehen, also ich möchte in irgendetwas investieren, in Immobilien oder ich möchte mir eine Firma aufbauen oder ich möchte meiner Verlobten jetzt einen tollen Diamanten schenken oder sowas, aber ich habe das Geld nicht. Ich hätte es vielleicht in 10 Jahren oder in 30 Jahren, aber ich möchte diese Investition jetzt tätigen. Also das Vorziehen, das zeitliche Vorziehen von Investitionen, die ich heute aus Eigenkapital nicht alleine finanzieren kann. Das ist vor 5000 Jahren der Grund gewesen, warum Kredite entstanden sind und war es 4900 Jahre lang eigentlich der Hauptgrund. Ja? Also einfach nur, okay, ich glaube grundsätzlich an dieses Investment, ich habe aber nicht genug Eigenkapital und aus Not, aus Eigenkapitalmangel, nehme ich jetzt Fremdkapital auf. Nicht, weil ich glaube, dass der Leverage-Hebel meine Rendite erhöht, ne? Sondern ich habe keine Alternative. Ja, auch da, ich folge ja selber ganz vielen Leuten, die was zu Immobilien auf Social Media machen. Das habe ich jetzt erst vor kurzem gesehen. Ja, wenn ich 0 Euro einsetze dann ist und ich damit eine Rendite erziele, dann ist ja meine Eigenkapitalrendite unendlich. Ja, also, klar. Also 0 Euro werden Sie, das sind, kein Investor, auch nicht Elon Musk auf dieser Welt, setzt systematisch 0 Eigenkapital ein. Das ist einfach nicht wahr. Das sind Lügen. Also die Immo-Influencer, die so einen Schmarrn behaupten und sozusagen in die Public Domain stellen, also das ist, grenzt wirklich an Lüge. Warum? Wenn ich 5 Immobilien habe und auch noch reiche Eltern, dann kann ich natürlich eine Immobilie jetzt dazu kaufen, die 6. mit 0 Eigenkapital. Die Bank, die das macht, wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, also die mir diese Immobilie mit gegen eine Einräumung einer erstrangigen Grundschuld zu 100% finanziert. Und jetzt müsste ja eigentlich noch die Anschaffungskosten, die bei Immobilien ja leider sehr hoch sind, wenn wir von einer echten 100% Finanzierung sprechen wollen, müssen die auch noch von der Bank finanziert werden. Sonst ist es schon da gelogen. Ne? Oder 110%. Ja, ja. Genau. Dann wird die Bank das nur machen, wenn sie... Entweder Papa und Mama unterschreiben mir mit ihrer tollen Bonität, also mit anderen Worten, das ist auch Schwindel, also ich habe selber nicht aus eigener Kraft gestemmt, sondern ich kriege jetzt sozusagen Credit Support, also Bonitätsunterstützung von meinen Eltern, weil die den Kreditvertrag mit unterschreiben oder eine Bürgschaft abgeben oder alternativ, oder ich kann auch beides machen, ich nehme noch eine zweite Grundschuld auf einem anderen Objekt von meinen 5 Objekten, das ist ja jetzt das 6., die sind schon größtenteils abbezahlt oder vielleicht das ein oder andere sogar ganz schuldenfrei und gebe sozusagen eine zusätzliche Grundschuld der Bank und dann ist die Bank halt nicht mehr 60% übersichert, sondern 100% übersichert. Ab einem bestimmten Punkt geht es natürlich. Ne? Wenn ich
wenn ich zum Pfandleiher gehe und sage, ich brauche 100 Euro von dir und ich gebe ihm hier einen Goldbarren für 10.000 Euro als Pfand, ja, dann kriege ich das. Ne? Aber 100% Finanzierung, wenn man hinter die Kulissen schaut, gibt es extrem selten und sind in den tatsächlichen seltenen Fällen, in denen sie existieren, immer irgendwie erklärbar mit so einer Story, wie ich sie jetzt beispielhaft gegeben habe. Und wenn ich dann ökonomisch rational die ganze Sache beurteile, dann kann ich sagen, das ist keine 100% Finanzierung. So, also sie kommen sehr selten vor und die wenigen, die vorkommen, sind irgendwie so, sagen wir mal so, durch die Hintertür kleine Tricksereien, die also optisch als 100% Finanzierung erscheinen, aber nicht tatsächlich sind. So, also das zum Thema unendliche Eigenkapitalrendite. Ne? René Benko, warum ist René Benko pleite gegangen? In erster Linie wegen Leverage. Wenn er keinen oder nur geringen Leverage gehabt hätte, dann würde René Benkos Firma Signer heute noch existieren. Dann wäre sie aber auch nicht so stark gewachsen. Genau, ja. Ja. Aber was bringt es mir, toll zu wachsen und angeblich 5 Milliarden Net Worth zu haben, wenn es nächstes Jahr null ist? Ne? Ja, es ist dann wäre mir 1 Milliarde lieber gewesen und die hätte ich dieses Jahr noch. Ne? Ja, man hat so das Gefühl, dass es im Immobilienbereich ja sehr, sehr oft der Fall ist, sowohl bei großen Konzernen als auch, aber wahrscheinlich, weil es auch ein Marktmechanismus ist, um überhaupt diese Größe erreichen zu können. Ja, also genau. Immobilien, dazu gibt es auch faszinierende wissenschaftliche Untersuchungen, lassen sich halt sehr gut beleihen. Ne? Der ganze Bankensektor, das hat teilweise mit schlechter Regulierung, also Aufsichtsbehörden zu tun. Ich habe 24 Jahre bei Banken im Kreditgeschäft gearbeitet. Ich glaube, also da weiß ich, wovon ich rede. Das ist also wissenschaftlich auch Konsens, Fehlanreiz in der Regulierung. Das ist also Immobilien als Sicherheiten werden aufsichtsrechtlich besonders vorteilhaft behandelt. Ne? Der Bankensektor, Finanzsektor im Allgemeinen, ist ja nach dem Gesundheitssektor der am stärksten regulierte Bereich. Ne? Also da redet Ihnen der Staat, wenn Sie eine Bank betreiben, ich betreibe auch ein reguliertes Finanzunternehmen, überall mit rein. Ne? Und mag ja auch gut sein. Ne? Also es geht hier um viel Geld und ums wirtschaftliche Wohlergehen von Menschen und so weiter. Und aber viele von diesen Regulierungen, von diesen Vorschriften, gerade was Banken anbelangt, die sind halt einfach schlecht. Schlecht gemachte Regulierung. Und die produzieren Fehlanreize, Fehlentwicklungen. Vor gut 15 Jahren hatten wir die große Finanzkrise, 2007, 2008. Da werden Sie sich jetzt nicht mehr daran erinnern wahrscheinlich und viele, die heute zuschauen, auch nicht. Aber ausgelöst wurde ja das durch diese Subprime-Kredite, also Kredite an amerikanische Häuslebauer, die eigentlich zu wenig Geld hatten, um tatsächlich kreditwürdig zu sein. Also sogenannte 100% Finanzierung, also waren jetzt nicht immer 100%, aber nahezu an 100% an ein arbeitsloses Pärchen. Das sagt, ja, nächste Woche haben wir wieder einen Job an der Tankstelle oder sowas. Ne? Also so Leuten Kredit zu geben, ist halt sehr, sehr risikoreich. Ist vielleicht ethisch wünschenswert, aber auf jeden Fall sehr risikoreich. Ging ja dann auch im großen Scale, im großen Umfang ging schief, ne? Und hat beinahe die ganze Weltwirtschaft in den Abgrund gerissen. Und warum war das möglich? Weil damals so eine Finanzierungstechnologie entwickelt wurde, Asset-Backed Securitization oder CLOs, Credit, was ist CLO nochmal? Fällt mir im Moment nicht ein. Also da werden Kredite als Sicherheiten in ein Wertpapier reingepackt, verschiedene Schichten. Und es gibt auch verschiedene Ratings für diese Schichten und dann können Leute sozusagen diese Kredite, diese unglaublich schlecht, bonitätsmäßig schlechten Kredite, in die investieren, indem sie in dieses Wertpapier kaufen. Und wenn es damals nicht so furchtbar schlechte Regulierungen gegeben hätte, wäre das nie möglich gewesen. Also die Fehlanreize in der Regulierung haben diese Katastrophe bewirkt. Das Gleiche ist übrigens mit Griechenland, mit dem Staatskonkurs von Griechenland. Ne? Warum konnte sich Griechenland 2007, 2008 als relativ armes Land oder jedenfalls Land mit niedrigem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf so hoch verschulden und ist ja dann 2011 in die Pleite gegangen, weil Banken, also die Kredite an den Staat Griechenland von einer Regulierungsperspektive begünstigt wurden. Ja, und dann haben es Banken halt gemacht. Und
ohne diese Anreize, die aus der Regulierung kamen, diese Sonderbegünstigung für Kredite an öffentliche Schuldner, egal wie schlecht sie sind, wäre das nicht geschehen. Ne? Mhm. Und um den Bogen zu schließen, das ist im Grunde genommen bei Immobilien auch der Fall. Kann man dem einzelnen Immobilieninvestor nicht vorwerfen, ne? Gott im Himmel, aber Immobilien werden halt einfach bankseitig, regulierungsseitig unglaublich als Sicherheiten sozusagen begünstigt. Und deswegen ist dieses Leverage-Spiel auch so exzessiv. Und deswegen ist von dem weltweiten Kreditvolumen, das wir haben, mhm. Da gibt es Zahlen von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel, das ist sozusagen die Bank der Banken, das ist eine sehr, sehr wichtige Institution. Also vor 50 Jahren noch, wenn Sie das weltweite Kreditvolumen aufaddieren, dann hatten Sie im Grunde genommen drei Typen von Krediten. Firmenkredite, also Kredite an Unternehmen, die damit halt irgendwie Maschinen kaufen, Betriebsmittel, also Rohmaterial finanzieren, Firmenkredite. Leuchtet, glaube ich, jedem ein. Ne? Einfach zu erklären. Ja. Dann hatten Sie Konsumentenkredite, ne? Wenn Konsumenten halt die Schrankwand bei IKEA für 1.800 Euro kaufen wollen und das Geld nicht haben, also so ein Ratenkredit. Ne? Auch Automobilkredite, das sind Konsumentenkredite. Ne? Die Waschmaschine auf Kredit kaufen, das war die zweite Gruppe. Und die dritte Gruppe waren Immobilienkredite. Also einfach Immobilienfinanzierung, gewerblich oder privat. Also privat bedeutet Selbstnutzung und gewerblich zur Vermietung. Diese grob gesagt drei Immobilienkategorien gab es. Und vor 50 Jahren waren Firmen, also circa 50 Jahre, waren Firmenkredite und Privatkredite noch ungefähr 50% des weltweiten Kreditvolumens und die andere Hälfte waren gewerbliche und private Immobilienkredite. Heute ist es irgendwie so 90% Immobilienkredite. Ich weiß nicht, ob es ganz genauso extrem ist, wie ich es jetzt darstelle, aber es hat einen gigantischen Shift gegeben im Bankensektor weltweit in Richtung Immobilienkredite. Und ich sage Ihnen, das hat regulatorische Gründe. Gründe, weil für Banken, also sozusagen jeder Euro, den ich als Kredit vergeben kann, entweder an Firmen oder für private Konsumentenkredite, auch Kreditkarten, Kredite fallen damit rein, oder eben drittens an Immobilien, der wird aufsichtsrechtlich viel vorteilhafter, großzügiger, wohlwollender behandelt von den Aufsichtsbehörden, als wenn ich einen Firmenkredit vergebe. Und das sehen auch viele Wissenschaftler als Problem, ist aber so und ist halt einfach ja, versemmelte Regulierung. Ne? Und wahrscheinlich wollen die Banken das so. Aber im Ergebnis bedeutet, es ist relativ einfach, Immobilien zu leveragen, oder viel einfacher als andere Investments zu leveragen. Aber Ihre Frage war ja, bringt mir das systematischen Vorteil auf meine Eigenkapitalrendite? Und dafür gibt es sehr, sehr wenig Evidenz. Und derzeit, in den letzten zwei Jahren, haben wir massenhaft Bauträgerpleiten erlebt. René Benko als großer Immobilieninvestor, Adler Group, Gröner Group, Evergrande habe ich genannt, WeWorks war auch letztlich eine gigantische Immobilienpleite oder WeWork. Man könnte auch ein eigenes Buch über große Immobilienpleiten schreiben. Also auch da ist es kein Free Lunch. Ja. Dieses Risk muss auch gemanagt werden. Ja. Man braucht ein gutes Risk Management. Wahrscheinlich auch selbst als Anleger mit dann 10, 12 oder dann als Unternehmen, Immobilienunternehmer mit 10, 12 Wohneinheiten oder wahrscheinlich auch schon als Privatanleger. Oder ist dieses, also Privatanleger, sagen wir mal Kleinanleger mit vielleicht 2, 3 Immobilien, braucht der dann auch schon so ein Risk Management? Oder kann man da sagen, na gut, selbst wenn der da jetzt 90 und 100% Finanzierungen hat, das ist managebar? Also ich würde mal sagen, 90% ist schon sehr aggressiv. Ne? Also so ein statistisches Bundesamt nennt solche Vermieter Kleinvermieter. Das ist jetzt nicht ein despektierlicher Begriff, den ich geprägt habe. Also Vermieter, die das nicht gewerblich machen, die es nicht im Hauptberuf machen, ne? Die kein gewerblicher Immobilienvermieter sind.
Das sind Kleinvermieter. Und da so im Großen und Ganzen können Sie sagen, so als Faustregel, 10, 12 Wohneinheiten können Sie gerade noch im Nebenberuf machen, aber dann wird es allmählich unmöglich, weil der Zeitaufwand einfach immer größer wird. Und wenn Sie jetzt noch Bautätigkeit, also Renovierung oder Sanierung oder Neubau haben, dann schaffen Sie nicht mal 12 Wohneinheiten. Also ja. Da wird es ganz schnell zum Vollzeit. Und dann müssen Sie das Vollzeit machen oder aufhören. Ne? Oder jemanden anstellen, der das macht, und dann sieht die wirtschaftliche Gleichung schon wieder ganz anders aus, der das gegen Bezahlung für Sie macht. So, und also dieses ganze Leverage-Thema ist im Grunde genommen gewerblich und privat das Gleiche. Ne? Also wenn Sie irgendwo bei 40-50% Fremdfinanzierung bleiben, also das ist der Loan-to-Value, sozusagen Kreditsumme relativ zum Marktwert der Immobilien, dann sind Sie also unterhalb dieser Grenze relativ sicher. Relativ sicher. Warum? Weil das ist natürlich auch nur so eine Faustregel, aber im Großen und Ganzen, wenn es Ihnen dann schlecht geht, also weil zwei Mieter gleichzeitig ausfallen, ne, von Ihren 6 Wohneinheiten, und Sie werden jetzt auch noch arbeitslos. Oder Sie müssen aufhören zu arbeiten, weil Ihre Frau Krebs bekommt und Sie jetzt die pflegen wollen. Ne? Mhm. Und Sie haben jetzt plötzlich viel weniger Cashflow. Ne? Also zwei Mieter sind ausgefallen, ja, Gehalt ist weg, ne? Jetzt wird es eng. Die Kredite sind aber alle noch da. Ne? Dann, also wenn bei 90% Kreditsumme, Loan-to-Value, dann werden die Banken so schnell nervös, oh je. Also die haben einfach keine Geduld dann, weil sie sehen, das ganze Ding geht jetzt den Bach runter. Die wollen eigentlich nicht mehr mit ihnen verhandeln. Die sagen, das ist aussichtslos. Angenommen, sie hätten in der gleichen Situation von ihren 6 Wohneinheiten, sind 2 im Moment nicht vermietet, aber eben kreditfinanziert, und sie haben jetzt kein Gehaltseinkommen erstmal, bis auf Weiteres. Aber sie sind nur 50% finanziert. Erstmal ist natürlich ihr Kapitaldienst niedriger, und die Banken sagen, okay, wir haben so viel Sicherheitspuffer, ne, also weil die Immobilien 100 wert sind, aber nur 50% Kredit aussteht, da ist Puffer, da ist Risiko, da ist Risikoanker drin, da ist Airbag drin. Da sind wir bereit zu verhandeln. Okay, jetzt geben wir mal dem Herrn Schöbel einfach einen Kredit, Kapitaldienstaufschub, der muss jetzt erstmal ein Jahr lang keine Tilgung mehr leisten, sondern nur noch den Zins. Ja, das gibt Ihnen so eine Verschnaufspause. Mhm. Ja, aber wenn Sie in der gleichen Situation eben, alles ist gleich, aber Sie haben nicht 50% Kredit finanziert, sondern 90%, wird Ihre Bank wesentlich weniger kompromissbereit sein. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil bekommt, also wenn ich jetzt Wohnungen habe und die sind ja langfristig finanziert, jetzt mal angenommen auf irgendwie 10, 20 Jahre, dann kommt doch die Bank wahrscheinlich eher nicht zu mir, wenn sie jetzt, also die hat doch gar keine Information darüber, ob ich jetzt arbeitslos geworden bin oder ich pflege meine Frau. In dem Beispiel, das ich jetzt geschildert habe, also ist es so, dass Ihr Cashflow drastisch gesunken ist. 2 von 6 Mietern zahlen nichts mehr und Ihr Gehalt ist weg. Und also, weil ja, Sie dann nicht mehr das bedienen ja, können. Und, okay. Sie sagen jetzt, okay, ich muss auch noch leben, um Gottes Willen. Ich wollte eigentlich auch noch dieses Jahr ein bisschen, wenigstens eine Woche in den Urlaub fahren. Und es reicht einfach nicht mehr. Ne? Also, und Sie wollten eigentlich ursprünglich in 20 Jahren alles abgezahlt haben. Sie haben also eine relativ hohe Tilgung vereinbart, aber jetzt reicht es einfach. Und jetzt müssen Sie zur Bank gehen, weil schon die nächste Rate können Sie eigentlich nicht mehr stemmen. Ja, okay. Also Ihre Bank wird es erfahren. Okay, jetzt wird ein Schuh draus. Aber das wäre dann quasi auch so, also Sie zeichnen natürlich ja auch ein Bild, was gut ist, dass überhaupt mal jemand warnt vor diesen ganzen Geschichten. Ja, 110% Finanzierung und alles kein Problem. Aber man kann ja auch so ein paar Dinge daraus ableiten wahrscheinlich. Und zwar heißt es dann, Cashflow positive Wohnungen zu kaufen, also zu erwerben, also es nur dann zu machen überhaupt, wenn eine gute Rendite dabei rauskommt und ich dann auch noch einen Überschuss habe, um solche Eventualitäten dann abzudecken. Absolut, also und nochmal, es gibt 1 Million verschiedene Gewerbe und Berufe, und in allen kann man, wenn man clever ist, bereit ist, hart zu arbeiten und ein klein bisschen Glück hat, sehr gut verdienen. Ne? Ob ich Schuhkartons herstelle oder Immobilienvermietung betreibe oder ein IT-Unternehmen gründe,
oder eine Reiseagentur. Wir haben in unserer traditionellen oder analogen Vermögensverwaltung 300 Familien, die Kunden sind alle sehr, sehr reich. Da haben wir die unterschiedlichsten sozusagen unternehmerischen Hintergründe. Und ich bin, manchmal falle ich echt vom Stuhl mit welchen sozusagen Gewerben, um es mal so auszudrücken, von denen ich persönlich gedacht hätte, das würde ich nie machen, das kann doch nicht funktionieren. Oder das ist eine so alte Branche, die so wenig wächst und trotzdem sind Leute darin steinreich geworden, ne? Weil sie es unternehmerisch sehr clever angestellt haben, weil sie Skalierung richtig betrieben haben, ne? Nicht klein-klein, sondern und das, wie gesagt, in Branchen, die eigentlich wenig wachsen oder sogar schrumpfen, ist alles möglich, ne? Weil es kommt nicht darauf an, dass sie in einer Branche sind, die schnell wächst, sondern es kommt darauf an, wer sind die anderen, gegen die ich antrete. Ne? VW ist irgendwie mal vor 25, 30 Jahren in den chinesischen Automobilmarkt eingestiegen. Hat also angefangen, hat versucht, in China vor 30 Jahren VW-Automobile abzusetzen. Also damals war klar, China wird bald mal der größte Automobilmarkt der Welt. Heute sind sie es. China hatte angefangen, circa 5 Jahre vorher, plötzlich unglaublich zu wachsen. Ne? Hatte Wirtschaftswachstumsraten, von denen dieses Land nur träumen kann und so weiter. Und dann dachte VW, ja, wir müssen in diesen Markt rein. Damals waren sie vielleicht die größte Automobilhersteller der Welt. Wir müssen da sein. Ne? Und ich war damals bei der Bank und war eigentlich im Bereich Automobilsektor, Automobilbranche, also Finanzierung von Automobilzulieferern und Automobilfirmen tätig. Und in den ersten 15 Jahren, ich glaube sogar noch darüber hinaus, hat VW keinen Cent verdient in China, mit ihrem China-Geschäft. Obwohl sie am schnellsten wachsenden Automobilmarkt der Welt tätig waren. Ne? Als größter oder zweitgrößter Automobilhersteller der Welt. Wie kann das sein? Es kann deswegen sein, weil es nicht darauf ankommt, wie stark der Markt wächst, sondern wer ihre Konkurrenten sind. Und in China gab es halt 30 andere Automobilhersteller, die bereit waren, zu sehr günstigen Preisen Automobile zu verkaufen und auch bereit waren, Verluste einzufahren. Und wenn sie in so einem Kontext Absatz machen wollen, müssen sie mit den Preisen halt auch runtergehen und so weiter. Also so, sie können überall Geld verdienen, auch im Immobilienbereich. Und es tun ja auch viele, aber es ist nicht so einfach, wie die Immo-Tommies dieser Welt es ihnen weismachen wollen. Und insbesondere, wenn sehr viel Leverage damit verknüpft ist und einhergeht, gehen sie große, beträchtliche Risiken ein, die ihnen um die Ohren fliegen können. Und ich habe ja ein paar Namen genannt, bei denen das der Fall ist. Und zum Beispiel damals, als vor 15 Jahren in den USA, in Großbritannien, in Irland, in Spanien, also Immobiliencrashes in ganz Osteuropa stattfanden, in San Francisco, das ist die schönste, oder zumindest damals war es die schönste Stadt der USA mit der höchsten Lebensqualität. Also wenn in den USA Umfragen gemacht wurden, in welcher Stadt ist die Lebensqualität am höchsten, wo würden Sie am liebsten leben? Da war immer San Francisco an erster Stelle oder an zweiter Stelle. Ne? In dieser Stadt sind 2006, 2007, 2008 die Immobilienpreise um 50% gefallen, die durchschnittliche Immobilie. Also mit anderen Worten, die Hälfte aller Immobilien sind noch mehr gefallen als 50%, andere Hälfte weniger. Ne? In einer Stadt, die populärste Stadt der USA ist, fallen innerhalb von 3 Jahren die Immobilienpreise um 50%, nominal, real noch mehr. Wie kann das sein? Leverage, also vorher hat es einen unglaublichen Immobilienboom gegeben und dann sind 2005 die Kurzfristzinsen in den USA gestiegen, viele Immobilieninvestoren, auch private, haben halt Kurzfristkredite, variabel verzinsliche Kurzfristkredite aufgenommen, haben sehr teure Immobilien gekauft, dann gehen die Zinsen hoch, zack, geht die Gleichung nicht mehr auf. Dann kommt die Bank, sie haben ihren Kapitaldienst nicht geleistet, Entschuldigung, wir haben jetzt schon 3 Monate gewartet, also viel länger sind wir nicht bereit zu warten. Wir pfänden das Objekt, dann verkaufen wir es, weil wir das dürfen nach dem Kreditvertrag, in einem Markt, in dem gerade die Immobilienpreise um 20%, 30% oder 50% gefallen sind. Dann wird der Kredit zurückgeführt, hoffentlich war der nur 80%,
dann kommen Sie gerade noch mal mit null raus, haben alles, Ihr Eigenkapital komplett verloren, aber Gott sei Dank nicht mehr. Aber es kann auch sein, dass Sie noch mehr verlieren. Also alles Eigenkapital verloren haben und danach der Bank immer noch 50.000 Dollar Schulden. In den USA gibt es einen kleinen Vorteil in diesem absoluten Desaster, was damals da war im Immobilienbereich, in vielen Ländern, ich nehme nur die USA raus, dass in manchen von den 50 Bundesstaaten, nicht in allen, Sie private Immobilienkredite so strukturieren können, dass Sie nicht privat haften für den Kredit. Mit anderen Worten, das sind sogenannte Non-Recourse-Darlehen. Ne? Also die Bank pfändet die Immobilie, aber Sie verlieren alles, aber Sie haben danach, sozusagen nach der Pfändung, müssen Sie den restlichen Kreditsaldo, der da noch steht, nicht zurückgeführt wurde aus dem Immobilienverkauf, für den sind Sie nicht mehr verantwortlich. Wenn Sie in einem von den wenigen oder von den Bundesstaaten leben, in denen diese Regelung besteht. Ne? Trotzdem war es ein Desaster. Und das war nicht nur die USA, sondern Dutzende von Ländern. Und zum Schluss, also ich glaube, ein Viertel aller Haushalte in den USA, das hat damals Standard & Poor's veröffentlicht, ein Viertel aller Haushalte in den USA, die Immobilienkredite hatten, hatten 2007 einen 100% Verlust auf ihr Eigenkapital. Mit anderen Worten, die Immobilie war so weit im Wert gefallen, dass sie weniger wert war als der Kredit. Gut, also klingt drastisch. Wir wissen natürlich auch, am globalen Aktienmarkt können enorme Verluste passieren, auch mal 30, 40, vielleicht 50%. Das Wichtige ist, und ich glaube, das haben Sie jetzt auch sehr, sehr gut den Zuschauern darstellen können, dass es eben wichtig ist, dann, also man sollte nicht gezwungen sein zu verkaufen, ja, genau. Also man sollte sich nicht übernommen haben. Und das kann natürlich schnell passieren, auch jetzt in Deutschland, jetzt mal angenommen, jetzt sind die Zinsen wieder etwas gesunken, jetzt sind wir so bei 3, 3,5%, wenn man was finanzieren möchte. Mal angenommen, die Zinsen wären auf 10% oder 12% gestiegen, die Leute, die zu 1% Zinsen finanziert hätten, vielleicht auf 5 oder 10 Jahre, und die Zinsen würden dann bei 10, 12% stehen, wahrscheinlich würde es auch dann viele Leute sehr, sehr schlechter gehen. Genau. Also im Endeffekt ist quasi die Moral von der Geschichte, Leverage hat aus der Sicht der Wissenschaft keinen systematischen Zusammenhang mit Erhöhung der Rendite. Ne? Also wenn es funktioniert, ja, aber es funktioniert eben sehr häufig auch nicht, und statistisch betrachtet sieht so aus, als ob hohe Leverage eher mit schlechteren im Firmenkundenbereich und oder im Firmenbereich und auch im Immobilienbereich eher mit schlechteren Eigenkapital, tendenziell schlechteren Eigenkapitalrenditen einhergeht. Heißt nicht, dass man es nicht machen sollte. Also wie gesagt, und vor allen Dingen Häuslebauer haben ja oft gar keine andere Wahl. Also 4.900 Jahre Gründe für Kredite sprechen auch heute noch dafür, wenn ich eine Familie gründen will und weiß, dass ich an diesem Platz mindestens zehn Jahre bleiben werde oder ziemlich sicher bin, dann macht es natürlich Sinn, da einen Kredit aufzunehmen. Aber das nicht ausreizen bis zum Exzess. Und vor allen Dingen als gewerblicher Immobilieninvestor, den Loan-to-Value sozusagen, also die Kreditfinanzierungsquote, eher im Bereich 50% oder tiefer halten. Dann werde ich langsamer wachsen, aber ich bin halt nicht dieser fragile Organismus, der à la René Benko, dann, wenn die Marktbedingungen plötzlich nicht mehr super gut sind, steigende Immobilienpreise und stagnierende oder sinkende Zinsen, ja, mit diesem Kontext, mit diesem makroökonomischen Kontext kann jeder Trottel reich werden mit Immobilien. Aber den Kontext gibt es halt nicht immer, und es wird nicht zwei Jahre vorher gebimmelt mit der großen Börsenbimmel oder sonst was. Alle Immobilieninvestoren mal kurz herschauen. In zwei Jahren werden die Immobilienpreise anfangen zu fallen und die Zinsen steigen. Bitte jetzt einen Gang runterschalten und keine neuen Kredite mehr aufnehmen, keine teuren Immobilien mehr kaufen und so weiter. So funktioniert dieses Spiel halt leider nicht.